Herzlich willkommen zu diesem Video. 150 Abonnenten auf YouTube endlich geschafft und ich möchte deshalb mal Danke sagen und eine kleine Verlosung machen. Kein Gewinnspiel, denn einer hat schon gewonnen von euch. Ihr müsst keine E-Mail-Adresse angeben, ihr müsst nichts liken, ihr müsst nichts teilen. Ihr habt einfach so gewonnen, beziehungsweise einer von euch. Und zwar ein Paket im Wert von 50 Euro habe ich gepackt, was da drin ist. Zum Beispiel 2 Kilo von einem isotonischen Getränk, sag ich mal. Hier noch in der Verpackung, denn es gibt keine Werbung für irgendwelche Supplements auf meinem Kanal und ich bekomme kein Geld dafür, gar nichts. Weiterhin sind in dem Paket dann noch Traubenzucker und Trinkflaschen. Das gebe ich einfach so raus, zufällig an jemanden, der mir auf Facebook oder YouTube folgt. Da gibt es am Ende des Videos gibt es dann die Auslosung und die Auflösung natürlich auch, wer das Paket dann gewonnen hat. Ich werde sowas mal öfters machen. Ich weiß noch nicht bei welcher Zahl, ob es jetzt 250, 500 sind, 333 kann natürlich auch sein. Es kommt irgendwann zwischendurch immer, wo ich dann so ein schönes Paket für Sportler, die es dann gebrauchen können, verlose. Ich hoffe, euch freut das und ich möchte euch dafür einfach mal, ja, so halt ein bisschen was zurückgeben, denn es gefällt mir natürlich auch, die Videos zu machen und es gefällt mir auch, wenn dann einige immer wieder mal Diskussionen anregen, Ideen mit einbringen und sich dafür einfach interessieren. Weiterhin möchte ich euch natürlich auch verraten, was euch in den weiteren Videos noch erwartet. Kurz und knapp möchte ich das halten. Es werden jetzt sehr viel mehr Videos kommen. Ich habe mir ein paar Gedanken darüber gemacht. Vor allen Dingen bin ich jetzt so weit, dass ich dies auch alle veröffentlichen kann. Mit gutem Gewissen und wissenschaftlich fundiert. Das ist mir wichtig. Ich habe die letzten Jahre sehr intensiv wissenschaftlich an der Sache gearbeitet, auch während meines Studiums schon. Auch vorher war ich ja Leistungssportler und wollte für mich halt die optimale Ernährung, optimales Training, optimales Gesamtkonzept quasi erstellen, um mich leistungsmäßig weiterzubringen. Da bin ich jetzt angelangt, ich habe es fertig, ich habe alles für mich gefunden und das werde ich dann natürlich mit euch teilen. In den Videos geht es dann hauptsächlich auch um Ernährung natürlich. Was kann ich mit Ernährung erreichen? Wie kann ich meinen Sport durch die richtige Ernährung unterstützen? Dabei geht es aber nicht um Nahrungsergänzungsmittel, denn die halte ich für völlig überflüssig. Das Geld, was ihr für Nahrungsergänzungsmittel ausgebt im Monat, das könnt ihr wirklich besser für irgendwelche Trainingsgeräte oder von mir aus Sportstudio oder Monatskarte im Schwimmbad ausgeben, als euch das Zeug reinzupfeifen, denn dass es euch nichts bringt, sondern vielleicht sogar eher schaden kann, das werde ich euch dann in den nächsten Videos zeigen. Es bringt euch auf jeden Fall nichts und deshalb nehme ich auch selber keine Nahrungsergänzungsmittel und bin besser als je zuvor, als damals, als ich noch welche genommen habe. Dass die Ernährung auch nicht für viele Leute den hohen Stellenwert hat oder beziehungsweise dass euch die Ernährung nicht so viel Prozent ausmachen im Training, wie man immer so sagt, das werde ich euch auch zeigen. Und es gibt natürlich einige Ernährungsmythen, gerade hier auf YouTube, die ja, die einfach nur da sind, um euch das Geld aus der Tasche zu ziehen. Da werden irgendwelche kuriosen Studien mit eingefügt oder Gehirnwäsche, die euch in eine bestimmte Richtung lenken sollen, damit ihr dann unter dem Video den Link anklickt, damit ihr auch die entsprechenden teuren Sachen aus dem Internet kauft. Bei mir geht es darum, ihr könnt die ganzen Ernährungssachen könnt ihr ganz normal in eurem Supermarkt kaufen. Darum geht es, alltäglich soll es sein und es soll euch wirklich auch weiterbringen, Nutzen bringen. Und deshalb gibt es auch jetzt die Serie Superfood, die ich schon gemacht habe. Der erste Teil war zum Beispiel mit Leber und das wird euch dann in Zukunft erwarten. Ein weiterer Teil wird Kraftsport sein, der jetzt vermehrt kommen wird. Ich habe ja selber mein eigenes kleines Kraftstudio eingerichtet in meinem Wintergarten. Deshalb kann ich da jetzt auch einiges machen. Ich werde euch da ein paar alternative Sachen auch zeigen. Ich brauche euch jetzt nicht so Sachen zeigen wie Bankdrücken, Kreuzheben und so ein Kram. Da findet ihr Technikvideos auf YouTube genug. Die sind technisch alle okay. Die kann man, also gut genug. Ich bin jetzt nicht der Techniker. Bei mir würdet ihr auch nichts lernen dabei. Da könnt ihr einiges lernen. Bei mir gibt es eher so alternative Sachen, die man noch machen kann. Dann gibt es natürlich den Bereich Ausdauer, der noch dazu kommt. Und zwar für alle Sportarten. Egal ob Fußball, egal welche Mannschaftssportart, egal ob Triathlon, Radfahren und so weiter. Es geht hier um so Grundlagen, grundlegende Trainingsprinzipien, die man anwenden kann auf die einzelne Sportart.
ist natürlich eine Sache, zum Beispiel beim Fußball, die technische Sache zu nehmen. Wie führe ich den Ball und so ein Kram alles? Und die andere Sache ist natürlich die Ausdauer, Sprintausdauer zu haben und solche Sachen. Darum geht es dann in meinem Video. Dann gibt es natürlich viele, die einfach nur Muskeln aufbauen wollen, die einfach nur am Strand gut aussehen wollen. Da gibt es auch in Zukunft sehr viele Videos von mir zu, wie ihr anfangt, zum Beispiel natürlich euren Testosteronspiegel zu erhöhen, Östrogen zurückzufahren und so weiter, wie man das erreichen kann durch Training, Ernährung und so weiter. Und bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich mittlerweile nur noch eine halbe Stunde Training am Tag mache, weil mir das Muskelwachstum eigentlich zu schnell ging und ich als Läufer halt Halbmarathon, 10 Kilometer und so weiter gar nicht so viel Muskelmasse haben möchte. Deshalb habe ich mittlerweile mein Training so weit wirklich reduziert und ich kann mit einer halben Stunde Training am Tag kann ich trotzdem Fett abbauen, Muskeln aufbauen, also Krafttraining am Tag. Jetzt Ausdauer kommt noch dazu. Und wie das auch mit der Ausdauer vielleicht zusammenspielt, dass Krafttraining und Ausdauer sich nicht gegenläufig beeinflusst, das werde ich auch in den nächsten Videos dann zeigen. Es wird also in Zukunft sehr viele Infovideos auch von mir geben, viel mehr Videos auch. Ich kann auch gerne mal die Kamera so einen ganzen Tag mitnehmen und so weiter, was ich so mache. Ein paar Alternativen, Regeneration auch ein ganz wichtiges Thema, was man machen kann. Ihr müsst euch wirklich nicht diese großen Gedanken machen, euch irgendwo tiefgehend einlassen in irgendwelche bestimmten Ernährungsrichtungen und so weiter, sondern nehmt euch einfach aus jedem Punkt das raus, was euch gefällt und setzt das in eurem Alltag um und legt jetzt wirklich nicht so viel Wert darauf, euch das Gehirn waschen zu lassen hier auf YouTube und irgendwelche bestimmten Richtungen einzuschlagen, Sachen zu kaufen, die ihr gar nicht braucht. Und darum soll es dann gehen, euch ein bisschen auch aufzuklären. Dazu ist natürlich auch mein kostenloses Buch, was bald rauskommt. Das ist komplett ohne finanziellen Hintergedanken, ohne Werbung und sonst was. Das ist ein komplettes Buch über Ernährung, wie man am besten sich ernähren kann, abnehmen kann, mit Hintergrundinformationen, Studien und so weiter. Einfach erklärt, aber auch mit Ernährungsplan mit dabei. Und das wird es kostenlos geben. Ich hoffe, dass ich Anfang Mai auf jeden Fall fertig bin damit. Es fehlen jetzt eigentlich nur noch die grafischen Sachen, das Layout und so weiter. Dazu aber später mehr. Ich hoffe, dass ihr also weiter dran bleibt, weiter Fragen stellt, mich unterstützen möchtet, indem ihr einfach mal auf Gefällt mir klickt. Das reicht eigentlich schon. Und das war es eigentlich so zu diesem Video. Ich hoffe, ihr bleibt dran. Bis zum nächsten Video. Ciao. Und da sind wir auch schon auf der Seite, wo wir uns eine Zufallszahl zwischen 1 und 150 generieren lassen. Wir haben die Nummer 4. 1, 2, 3, 4. Tim Schmidt. Tim Schmidt hat gewonnen. Wenn Tim Schmidt das hier liest, dann soll Tim Schmidt mir eine Nachricht schreiben und dann bekommt er das Paket zugesendet. Das ist jetzt der Gewinner von diesem Paket, 150 Follower. Das sind natürlich nur die, die öffentlich auch ihre Abos teilen, die ich jetzt hier einsehen kann. Die anderen kann ich leider nicht einsehen, aber die Nummer 4 hat gewonnen und deshalb kannst du mich gerne eben anschreiben und dann schicke ich dir das Paket zu. Und viel Spaß damit und wir sehen uns dann bei der nächsten Verlosung.